In Ordnung. Licht. Das scheint mir nach so einem Glühwürmchenfänger auszusehen. Da unten ist noch ein Hebel. Hier hat es noch weitere Hebel. Also muss ich wahrscheinlich zuerst den unteren da aktivieren, dass hier Wasser reinkommt oder so. Also komm, hier kann man bestimmt springen. Gut. Wenn ich jetzt an dem ziehe. Dann wird jetzt hier Wasser reingepumpt. Wenn ich jetzt wieder an dem ziehe. Also so nicht. Also gut, an dem muss ich ziehen, dass ich da überhaupt drüber komme. Aber vielleicht muss ich ja die Menge regulieren. So, eventuell. Ach klar. Sehr logisch. Und hier sind Raupen. Die haben mich gleich mal platt getreten. Und hier ist wieder so ein Lichtding. Und mit dem Lichtding sage ich euch jetzt mal Tschüss. Kann man hier speichern oder irgendwie so? Nein, dann drücke ich doch einfach mal auf Beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, euer Trodal. Hallo, zurück bei Limbo. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was zu tun ist, aber ich nehme mal an, nach rechts zu gehen ist immer die richtige Entscheidung. Ach ja, genau, hier hatten wir aufgehört. Bevor wir von dem Ding da beschossen werden. Und so sterben wir dann auch direkt mal. Das heißt, das ist nicht der richtige Weg. Wie weicht man dem denn aus? Also ich komme da jedenfalls ran. So, wenn ich jetzt getroffen werde, dann sollte es... Ja, jetzt bleibe ich einfach stehen. Jetzt gehe ich wieder weiter hier. Drehe um. Lauf in diese Richtung weiter. Kann mich jetzt hier festhalten und jetzt, wenn ich hier springe, bevor hier wieder der Krümpel runterfällt... Oder halt danach, wenn ich jetzt springe, dann komme ich wieder hier an. Und so weiter und so fort. So sollte das Ganze doch schon um einiges korrekter sein. Oh fuck! Das war doch sowas von klar, dass das da auseinanderfällt, so wie das da gezittert hat. Aber nein, wenigstens wird hier gespeichert. Das ist ja schon mal ganz nett. Hilfe. Wodurch muss ich denn jetzt gehen? Das war doch da die Spielfeldbegrenzung. Und hier kommt immer mehr Wasser hochgeschossen. Das heißt, ich muss auch nach oben gehen, aber hier oben geht's gar nicht weiter.
Oder mit der Box vielleicht da nach oben schwimmen. Könnte sein. Das Rohr wird es nicht sein. Das wird ja da abgehalten. Aufgehalten. Wenn ich mich hier dran festhalte. Nein, das ist... Wenn, dann müsste ich eh nach rechts gehen, also kann ich das schon mal vergessen. Hoppadi hopp hopp. So, rauf. Und nach links. Und wieder links. Ah, stimmt, ich sollte nach links drücken und nicht nach oben. Ich Vollhorst hier. Maximum Speed. Wenigstens macht der Krümpel gar nichts. Am Anfang habe ich ja gedacht, der könnte uns dann noch gefährlich werden. Also gut, die Kiste schwimmt anscheinend auch nicht. Was gibt's denn hier zu tun? Ich... Dort oben sind die Fressvieh. Ah! So. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es geht. Dann sollte ich es diesmal schaffen. Außer... wenn ich aus irgendeinem Grund der Unfähigkeit wieder mal sterbe. So, hierhin. Auf der Leiter kann man sich ja stillhalten, das ist auch ganz komfortabel. Und wieder drehen. Und jetzt einfach mal abwarten. Kommt da schon das Wasser? Yep, das kommt und die Röhre, die kommt auch. Warten wir noch einen Moment. Wir haben Zeit, könnte man meinen. Also haben wir wahrscheinlich nicht. Jetzt, ach, der läuft ja weiter, ich Idiot. So. Und das Spiel ist gerade auf 25 Frames runtergebrochen, das sollte nicht sein. So, jetzt einfach warten und Geduld haben. Schaukeln. Ich frage mich echt, was hier denn so schaukeln kann. Die ganze Welt schaukelt hin und her, als wären wir auf einem Schiff. Angesichts des Wassers könnte das ja sogar noch sein. Also angesichts der Wassermenge, die hier